Bei uns werden Hunde aller Rassen ausgebildet. Ich denke, das kann man hier in der Ausstellung so sehen. So, wir haben als erstes hier die Stoppfreundin Petra mit Helm. Dann kommt Sandra mit ihrem Cooper. Cooper ist hier, ist ein Labrador Richtschnecksling. Wir haben vergessen Wolf Dietrich mit der ältesten Hündin in unserer Runde, die Hündin Sicila, die ist 13. Dann kommt Martina mit Maya. Maya ist 4. Dann kommt Martina mit Moira. Moira ist 5. Siegfried mit Marley, mit Illy, Illy ist 6, Siegfried mit Benno, Benno ist 3,5, Cooper mit Agi, Agi ist 7, Jörg mit Gizmo, Gizmo ist 7 und Marley mit ihrer Asti, mit der Rottweiler Hündin Asti ist 4. Und wir gehen ins Platz. So, Marlit und Petra einen Schritt zurück, die anderen Top-Freunde auf Höhe von Marlit und Petra. Eura. Heidi. Aki. Gott, Marlis. Jawohl. So, Marlis, geht mal einen Schritt nach vorn, bitte. So, und der andere reicht euch da oben auf. Bitte. So, Petra hat geht. So, da laufen wir einmal Ei auf, bitte. Ich schicke die. Halli. Dann Heidi daneben. Und Rainer beginnt. Jawohl, Marlies und Martina und Thomas. Ja, Kino hatte sich vor ein paar Tagen den Fuß verstaucht. Er ist noch nicht so sprungsicher. Hat noch ein bisschen Respekt. Aber das klappt schon mal. Wir versuchen es nochmal. Jawohl, sehr schön. Guck mal, das sei nicht zu sehen. Jawohl. Und ich glaube, wir sind fast gleich durch. Rainer nimmt die Leine weg. Wir sind durch, denke ich, ja? So. Jawohl.
Freude am Springen und Gehorsam. So sollte es sein. Sehr schön. Ich denke, das sieht man einfach auch in der Unterordnung. Man übt auch so das Verbellen. Ja, der Hund wird angeschaltet und darf nur bellen, wenn sein Herrchen oder Frauchen das Kommando dazu gibt. So, dann kommt die Sprünge noch durch den Reifen. Hier als erstes mit den Bändern. Sowas ist immer gar nicht so einfach für die Hunde, weil sie nicht richtig sehen, wo sie hinspringen. Ja, schön. Noch ein bisschen komplizierter. Machen wir das mit Papier zu. Wir sind in Basdorf Lange Enden 1 zu finden. Wir haben auch eine Homepage www.svbasdorf.de. Da können Sie sich anschauen, was bei uns alles gemacht wird. Und hier stehen auch unsere Konditionen drin, zu denen ausgebildet wird. Jawohl, sehr schön. Und das Wetter ist uns auch heute, obwohl man schon ab 12 Uhr angedacht hat. So, jetzt haben wir noch eine wunderschöne Munitionskiste. Und Anton ist natürlich auch auf Position abgerichtet. Und er wird, weil sich natürlich in der Kiste Munition befindet, deshalb diese Kiste verbellen und anzeigen, dass da was drin ist. Und jetzt findet er seinen Ball und ist natürlich glücklich. Dankeschön.